Hi, heute habe ich was Besonderes für euch. Das ist die neue Variante von der Pro 800 von Profitec. Die Maschine gibt es schon ein paar Jahre, jetzt aber ganz neu in einer anderen Designoptik mit Walnussgriffen und noch ein paar weiteren Veränderungen. Es ist ein anderes Manometer dazugekommen, das hat jetzt einen grünen Hintergrund. Außerdem ist das Gehäuse komplett aus Edelstahl. Da unten seht ihr auch schon die PID, die es auch aber immer schon gibt, um die Kesseltemperatur zu bestimmen. Wer braucht so eine Maschine? Das ist die eigentliche Frage dahinter. Maschinen wurden gebaut auf diese Art und Weise bis in die 60er. Vorher gab es immer nur solche Maschinen, danach eigentlich hauptsächlich Maschinen mit Pumpe. Die funktioniert anders. Die hat einen sehr großen Kessel hinten. Das ist 3,5 Liter heißes Wasser in dem Kessel. Und hier außen diese schwere Brühgruppe. Die wiegt fast 8 Kilo, diese Brühgruppe. Und was man hier anders macht, ist, dass es nicht eine Pumpe ist, die den Druck auf dem Kaffee aufbaut, sondern das wird hier über einen Kolben gemacht. Und der Kolben wird mit einer Feder gespannt und das Spannen muss man von Hand übernehmen. Dafür muss man diesen Hebel runter anheben, dann wird die Feder gespannt. Irgendwann läuft Wasser in die Kammer, das läuft jetzt aber auch unten raus. Und dann kann man den Kolben wieder runtergehen lassen und die Feder baut den Druck auf. Und die Feder baut am Anfang richtig kräftig Druck auf und lässt dann aber am Ende nach. Jetzt pumpt sie nach, weil dem Kessel ein bisschen Wasser fehlt. Aber das können wir auch direkt nutzen und mal probeweise zuerst einen Espresso machen und dann zeige ich euch, wie die Funktionen davon sind. Kaffee machen ist natürlich genauso wie bei einer anderen Maschine auch, nur dass ich weniger Kaffeemehl nehme. Das ist vom Maß her wie bei einer E61 hier, aber wenn ich hier die gleiche Menge reinpacken würde wie bei einer E61, dann wird das Ganze nicht passen. Ich habe das heute Morgen ein bisschen getestet. Das sind so um die 16 Gramm, die wir hier reinpacken. Ah, jetzt habe ich einen. Das ist noch ein bisschen ein Moment. Das war ein bisschen wenig, sagt mir mein Auge. Vielleicht haben wir jetzt zu viel, aber das macht es eigentlich fast interessant. So, wir tempen. Da bietet sich der Profitec die Temper an. Da kann man gut sehen, auch wieder wie sonst. Es ist weniger, der ist dicker und da passt das ganz gut, dass man sieht, dass man nicht aus Versehen zu viel hat. Weil, wenn man zu viel hat, ist es auch glatt problematisch bei dieser Maschine. Jetzt ziehe ich den Hebel mit beiden Händen runter. Darf den nie einfach loslassen. Ab hier füllt sich die Kammer auf dem Kaffee. Wenn ich ihn jetzt wieder entriegle hier oben und langsam loslasse, dann drückt die Feder das Wasser auf den Kaffee und komplett ohne Sound kommt jetzt hier der Kaffee gelaufen. Aber in der Tat haben wir hier vielleicht einen Ticken viel Kaffee drin oder ich habe eben noch die Bohne gewechselt. Und das ist jetzt was ganz Wichtiges, was hier passiert. Es tröpfelt nur, ohne dass wir einen Sound haben. Der Hebel richtet sich oben langsam wieder auf. Und was wir auf gar keinen Fall machen dürfen, ist den Siebträger ausbauen, bevor der Hebel nicht komplett entspannt ist oben. Weil der Druck hier auf dem Kaffee die ganze Zeit über diese sehr, sehr starke Feder noch aufgebaut wird. Und wenn wir den entriegeln würden, würde eine große Menge Wasser mit diesem Federdruck aus der Maschine schießen. Und das ist nicht nur gefährlich, sondern auch echt eine Schweinerei. Der Hebel geht dann ganz schnell hoch, da könnte einem der noch ins Gesicht hauen oder so und dann könnte das zu Problemen führen. Deswegen lässt man den so zu Ende laufen. Wenn man den Kaffee vorher abbricht von der Laufzeit her, dann kann man das mit dem Löffel machen, damit es einem nicht so auf den Tassenrand läuft, wie es sonst natürlich passieren würde. Aber das ist eine Feinheit, die man sich überlegen kann. Und der ist jetzt ein bisschen langsam gelaufen. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir das Gleiche direkt wieder machen. Der Hebel ist jetzt am Ende, aber ihr seht, es tropft noch. Das heißt, da ist immer noch Druck da, aber immerhin nicht mehr der Federdruck. Und wenn ich den jetzt öffne, muss ich den ganz langsam öffnen. Und dann hört man es auch schon und da sieht man es auch schon spritzen. So, langsam diesen Druck abbauen. Solange der Hebel nicht ganz oben ist, darf man es auf gar keinen Fall schon öffnen. Und auch zum Spülen, ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn man den einfach so runterzieht, den Hebel. Kommt eine ganze Menge heißes Wasser einfach in die Maschine, auf die Maschine gesprüht. Zum Siebträger sprühen, wenn ich den jetzt einhänge, ist es fast noch schlimmer, weil es dann links und rechts aus dem Siebträger geschossen kommt und einem auch die ganze Platte versaut. Jetzt machen wir das aber mal, wie ich es normalerweise, wenn wir den spülen.
Dann ziehen wir den runter und halten den nur drunter. Und dann kann man das auch steuern, dass da nur ein bisschen Wasser rauskommt. Aber das muss man lernen. Hier darf keiner Kaffee machen, ohne dass ihm das mal gezeigt wurde, das Ganze. Das muss man ein bisschen Gefühl für bekommen, für diese Maschine. Und man sollte immer einen Lappen haben, um mal wieder ein bisschen aufräumen zu können. Ja, für wen ist das die richtige Maschine? Das ist eine gute Frage. Das haben wir uns auch gefragt. Deswegen haben wir die in den letzten 5 Jahren nicht gehabt und haben jetzt gesagt, mit den neuen Griffen, wir versuchen das mal. Wir wollen das haben. Und hier in einem großen Team von 15 Mann ist es natürlich auch, viele sagen, muss das sein? Ist ja ein bisschen kompliziert und ein bisschen schwierig. Aber es macht total Spaß. Mittlerweile ist es so, dass ich mich morgens darauf freue, mit der Maschine einen Kaffee machen zu können. Und wenn man hier hinkommt, freut man sich schon auf die Maschine. Die hat einfach eine ganz andere Art, Kaffee zu machen. Und er schmeckt meistens sehr gut, wenn man nicht so wie jetzt gerade, dass er viel zu langsam läuft. Alles andere verzeiht sie ihm eigentlich. Man darf nur nicht zu viel Kaffeemehl drin haben. Deswegen machen wir das jetzt direkt nochmal. So, ich habe die Mühle jetzt ein bisschen gröber gestellt. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal, ob das Ganze besser läuft. Das sollte jetzt gehen. Als Mühle nutzen wir hier die ECM V Titan. Die hat ja auch so ein Designgehäuse, was ja auch so nostalgisch ist und letztlich natürlich sehr gut zu der Maschine passt. So, und wieder vorsichtig einhängen. Diesmal machen wir mal 2 kleine Cortado für Sebastian und mich. Wieder den Hebel mit voller Kraft runterziehen, dann langsam lösen und jetzt ist es die Federkraft, die lautlos den Espresso laufen lässt. Das ist wirklich eine Eleganz, die schon echt Spaß macht, dass das einfach gar kein Geräusch macht. So, ich fange mal nebenbei an, Dampf zu machen. Da ist natürlich ordentlich Druck da, bei 3,5 Liter Kesselvolumen. Habe ich hier nur eine Zweilochdüse drauf. Heute das erste Mal für mich, ist ein Profitec-Milchkännchen. Haben wir schon seit ein paar Monaten jetzt, aber benutzt habe ich es noch nie. Es ist eine sehr runde Kanne und dadurch kann man sehr schön die Milch kreisen lassen. So, theoretisch wieder das Abnehmen des Kaffees, den Rest kann man laufen lassen, um die Gläser nicht zu versauen. Und ihr müsst immer den Restdruck, der läuft immer noch weiter raus. Wenn der Hebel ganz oben ist, ist trotzdem noch Druck da und ihr müsst es abwarten, bis der eigentlich aufhört zu tropfen. So, das klappt auch wunderbar. Ja, kann ich nur empfehlen, wenn ihr die ausprobieren möchtet, die Maschine, dürft ihr gerne vorbeikommen. Es wird wahrscheinlich noch ein Schild drauf kommen, dass hier keiner Kaffee macht, ohne da mal eine Einweisung zu bekommen, weil dieser Hebel wirklich mit richtig Gewalt nach oben knallen kann und dann könnte er einem auch dabei ins Gesicht schlagen oder ähnliches. Für zu Hause eine sehr große Maschine, 3,5 Liter Wasserkessel ist natürlich eine Menge, die man warm macht, plus diese 8 Kilo Brühgruppe. Aber es macht total Spaß und es hat eine Wahnsinnssüße. Dieser Kaffee hat einfach nochmal einen anderen Geschmack, was mich eigentlich erstaunt, weil es natürlich schon mit verschiedenen Druckprofilen ein bisschen anders ist, aber dass man da so deutlich diesen Unterschied schmeckt, ist dann doch sehr spannend. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal angeguckt zu haben. Wir haben sie nicht dauernd auf Lager, aber jetzt in der Ausstellung und wir benutzen sie und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Wir haben unsere Synchroniker, die hier stand, erstmal in Rente geschickt. Die geht jetzt auf den Bauernhof in die Eifel. Und danach kommen dieses Jahr noch ein paar neue Maschinen, da werden wir wieder weiter testen. Aber erst einmal haben wir auf jeden Fall die Pro 800. Ich hoffe, es hat euch gefallen.